die verschlissen und es fehlt irgendwas. Die nennt man Schistocyten. Und Schistocyten kommen vor bei unterschiedlichen Krankheitsbildern, eigentlich mehr als was hier gezeigt ist, aber die kommen vor bei der thrombozytopenischen Purpura und sie kommen vor beim hämolytischen uremischen Syndrom. Jetzt würden wir erwarten, dass beim hämolytischen uremischen Syndrom sollte der Kreatininwert vielleicht ein bisschen höher sein als normal. Hätte vielleicht auch erwartet, dass jemand das Urinsediment anguckt, aber darüber wird nicht berichtet. Aber wenn der Kreatininspiegel sportnormal ist und wir müssen zwischen diesen beiden Zuständen auswählen, dann würden wir wahrscheinlich thrombotische thrombozytopenische Purpura auswählen. Das ist auch die richtige Antwort. Und ich wollte nur ganz kurz daran erinnern, wie das funktioniert. Und an den Kapillaren haben wir Endothelzellen und uns vor Schädigungen zu schützen, sezernieren die Endothelzellen den Van Willebrandsfaktor, der ein Plättchen bindet. Und so wird ein kleiner Propfen gebildet, sodass die Kapillargefäße oder kleineren Gefäße wieder dicht sind. Jetzt, falls die Van Willebrand-Proteine zu weit verbreitet sind, bilden sich Multimere. Die werden gespalten durch ein Schutzenzym, das wir haben an Endothelzellen, zirkuliert auch, und das ist ein Matrix-Metalloproteinase und die heißt Adams 13 und die spaltet Van Willebrandsfaktor. So unter normalen Bedingungen, wenn wir unsere Kapillaren irgendwie verletzen, bildet sich ein Tropfen, aber sonst ist Ruhe. Jetzt, wenn wir keinen Adams 13 haben, dann können diese Multimere immer größer werden und das führt zu thrombotischer, thrombozytopenischer Purpura. Und das kommt vor, wenn wir Antikörper, Autoimmunkrankheit ist dies dann im Prinzip, bilden gegen Adams 13. Sonst gibt es auch das hämolytische uremische Syndrom und hier kommt die Endothelschädigung zuerst. Und die kann ausgelöst werden durch Shiga-Toxin. Und Shiga-Toxin führt dann zur Freisetzung von Van Willebrandsfaktor in rauen Mengen, Plättchen und so weiter. Das muss auch reguliert werden durch Adams 13, aber Adams 13 kann unter diesen Umständen überfordert sein. So haben wir eigentlich ein Spektrum an Kleingefäßerkrankungen. An einer Seite haben wir thrombotische, thrombozytopenische Purpura, beschrieben von Herrn Moschkowitz in Ende der 20er Jahre. Und auf der anderen Seite haben wir das hämolytische uremische Syndrom. Beide Krankheitsbilder führen zu Schistocyten. Beide führen zu hämolytischer Anämie, sodass LDH-Spiegel erhöht sein sollten. Bei einem Krankheitsbild ist eingeschränkte Nierenfunktion im Vordergrund und in dem anderen Krankheitsbild sind es meistens ZNS-Störungen. Wollte Sie auch noch ganz kurz daran erinnern, vor kurzem haben wir ein Paper gesehen im New England Journal, wo man Antikörper angewendet hat gegen Van Willebrandsfaktor bei Patienten mit thrombotischer, thrombozytopenischer Purpura. Sonst wird das behandelt mit Plasmaaustausch, genau wie wir HUS behandeln mit Plasmaaustausch, aber das ist teuer und lästig und Rezidive sind häufig. So mit der Anwendung von diesem Antikörper sehen wir, dass die Patienten sich ein bisschen schneller erholt haben im Vergleich zu Placebo, aber auch die Rezidive waren weniger in der antikörperbehandelten Gruppe. Das dazu. Dann werden Sie sich auch erinnern, vor 8 Jahren hatten wir dieses Desaster in Deutschland mit eine Epidemie von Shiga-Toxin produzierende Escherichia coli. Die wurden durch Sprossen verteilt. Und was wir hier sehen, ist, in Norddeutschland ist der Sprossenverzehr wahrscheinlich größer als in Bayern, aber in Bayern ist dies auch stattgefunden. Und das war im Sommer, im Mai, Juni von 2011 ein großes Theater, bis man darauf kam. Aber diese Patienten haben dann einen Anstieg im Kreatininspiegel, LDH-Erhöhung haben beide Gruppen. Und hier sehen wir, dass bei der HUS Plättchenzahl stürzt ab in beiden Krankheitsbildern. LDH-Spiegel steigen in beiden Krankheitsbildern, aber Kreatinin steigt in HUS und in TTP meistens nicht so sehr. Also das war das. Es gibt auch atypische
HUS, das wird ausgelöst überwiegend durch genetische Probleme mit Komplementproteine oder auch in der ADAMS 13. Dagegen wird ein Antikörper 20.000 Euro pro Behandlung mit Eculizumab oder sowas ähnliches. Ob das hilft bei Patienten mit Chigatoxin induzierte Krankheit, weiß ich nicht genau. Die Studie von Herrn Haller aus Hannover deutete eigentlich, dass das wahrscheinlich nicht notwendig ist, aber viele Ärzte geben es wahrscheinlich trotzdem für Shiga-assoziierte HUS. Erste Thema im New England Journal geht es um Patienten, die außerhalb des Krankenhauses plötzlichen Herzstillstand erleiden, die reanimiert werden müssen. Wenn diese Patienten dann zwar in einer Notaufnahme auftauchen und sie haben erhöhte ST-Strecken in ihrem Elektrokardiogramm, gehen sie sofort zum Katheterlabor, um dieses Problem behoben zu bekommen. Aber wenn sie das nicht haben, dann deutet die Möglichkeit, dass sie vielleicht akutes Koronarsyndrom haben ohne ST-Streckenhebung und dann meistens werden sie trotzdem ins Herzkatheterlabor erst geschickt, aber man weiß es nicht genau. Oder wenigstens wusste man das nicht in Holland. So hat man hier Patienten, die außerhalb des Krankenhauses sind so umgefallen, kommen in die Notaufnahme und die sind dann randomisiert worden, auch wenn sie keine ST-Streckenhebung hatten, zu Katheterlabor oder direkt auf ITS. Und wir gucken uns diese Leute an, es sind natürlich meistens ältere Männer, die dies erleiden. Und Glasgow-Koma-Skala-Werte sind hier um 3. Das heißt, die waren in Koma, basta. Und sie hatten Azidose, Azidämie und metabolische Azidose und erhöhte Laktatspiegel und sie waren schon ziemlich krank, wie wir von diesen Apache-Werten hier entnehmen können. Was mich beeindruckt hat, ist, die hatten eigentlich keine Troponin-T-Erhöhung. Und das ist eigentlich notwendig, überwiegend, um die Entscheidung zu treffen, ob jemand ein akutes Koronarsyndrom hat oder nicht. Aber so ist die Studie gelaufen. Und was wir hier sehen, bin ich auch nicht so erstaunt, 35% hatte normalen Koronarien. Ob sie früh oder spät katetert worden sind, 35% hatte nichts an den Koronarien. Und die anderen Patienten, so wie bei 65-jährigen Männern das häufig der Fall ist, hatten 1, 2 oder 3 Gefäßerkrankungen, aber nur eine relativ kleinere Zahl hatten, was man einen instabilen Plug nennen würde. So kann man sich vorstellen, dass wahrscheinlich nicht genug Patienten hier untersucht worden sind, um einen signifikanten Unterschied zu finden, nämlich, und aus dieser Mordstabelle werden sie wahrscheinlich kaum was entnehmen können, aber da war 0 Unterschied in den beiden Gruppen in den Verlauf. Also, ob die sofort ins Katheterlabor oder erst verzögert 2 Tage später, war egal. Endergebnis, was eigentlich ziemlich gut war bei diesen Patienten, finde ich, für jemand, der außerhalb des Krankenhauses reanimiert werden muss, war da kein Unterschied. So, ich weiß nicht, was wir mit der Studie anfangen sollten. Wahrscheinlich, wenn solche Leute reinkommen, haben keine ST-Streckenhebung und haben ein normales oder Troponin, würde ich die erstmal auf ETS behandeln und dann später mal angucken und die Entscheidung treffen, ob sie ins Katheterlabor müssen oder nicht. Jetzt in meinem Alter haben alle Menschen Angst vor Morbus Alzheimer. Dann gucken wir uns mal ganz kurz an. Es geht hier um die Bildung von Amyloid-Plaques im zentralen Nervensystem. Und das ist natürlich unerwünscht. Da ist ein Vorläuferprotein, das Amyloid-Vorläuferprotein, das für diese Plaques verantwortlich ist. Und dieses Vorläuferprotein wird bearbeitet, das letztendlich zur Plaquebildung führt. Und wir haben ein Enzym, die Beta-Sekretase, die spaltet diese Dinger in kleineren Stücke und Oligomere und dann wird ein bisschen bestritten, aber wie diese Verbrillen dann letztendlich zustande kommen. Unterschiedliche Antikörper gegen Teilchen hier sind schon angewendet worden, ohne Erfolg. Aber die große Hoffnung war, dass die Hemmung von dieser Beta-Sekretase dieses Problem beheben sollte. Ist schon eine Studie gelaufen, wirksames Mittel. Wir können diese Beta-Sekretase hemmen, die wird sonst abgekürzt BACE 1. Wir können BACE 1 hemmen.
Eine Alzheimer-Studie ist gelaufen, aber die Leute in der Studie hatten schon ziemlich fortgeschrittenen Alzheimer und man hat keinen Effekt gesehen. So war die Hoffnung, dass wenn wir Leute mit Alzheimer-Prodrom, die können sich vielleicht nicht an der Geburt, an dem Geburtstag von der Ehefrau erinnern, aber sonst sind sie noch okay. Die sind dann randomisiert worden zur Base-Inhibition durch Verubicetstat oder sowas ähnliches oder Placebo. Und es sind zwei Dosis von dem Präparat hier angewendet worden, eine niedrige und eine hohe, im Vergleich zu Placebo. Also die Randomisierung wurde so durchgeführt. Es sind natürlich ältere Leute, über 70, und die meisten waren Kaukasier, aber es sind auch andere Gruppen hier. ApoE4 soll ein Risikofaktor sein, war bei 2/3 auch vorhanden. Und dann diese anderen Eigenschaften waren in allen Gruppen gleich. Was ist dabei rausgekommen? Na, es stellt sich raus, dass die Leute mit der Base-Inhibition sind eigentlich schlechter gefahren als Placebo. Nach der Skala hier, die angewendet worden ist, Schwergradigkeit von Alzheimer-Prodrom, sahen die schlechter aus. In beiden Gruppen im Vergleich zu Placebo. Und Placebo hier sind die gestrichelte Linie. Und dies sind diese Skalen, die hier angewendet werden, unterschiedliche Formen. Und was wir hier sehen, ist die Placebo-Gruppe, ob was von 0 auf minus 6 oder 0 auf 2,0 so plotten, ist egal, die Placebo-Gruppe fährt immer besser als die zwei behandelten Gruppen. Das ist natürlich sehr unerfreulich. Aber sonst war das Zeug ziemlich gut vertragen. Ein paar Ausschläge hat es wohl gegeben, aber die Patienten wurden durch diesen Präparat nicht geholfen. Und dies ist eine Katastrophe, nämlich Base 1 ist so ein attraktives Ziel, um die Bildung von diesen Amyloid-Plaques zu verhindern. Aber es hat nicht geholfen. Alle haben geweint. Und im New England Journal war auch ein kleinerer Bericht, ist auch eine zweite Base-Inhibitionsstudie gelaufen. Die war noch im Laufen, aber die ist auch gestoppt worden. Hier ist die Placebo-Gruppe in Blau, sieht immer besser aus als die behandelte Gruppe. Und sehr unerfreulich, aber Base 1 als Ziel für Alzheimers Krankheit ist im Müll. Kann man vergessen. Das hat nichts gebracht. Dann das nächste Thema im New England Journal ist Morbus Hirschsprung. Das ist der kongenitale Megakolon und der kommt zustande durch eine Aganglionose. Oder auf alle Fälle werden die Ganglien nicht richtig gebildet und dazu braucht man einen ganzen Wust an Eiweißen, die mit neuronaler Entwicklung was zu tun haben. Dieses Krankheitsbild ist häufiger als ich dachte und kommt vor bei 1 in 5000 Geburten. Jetzt die Ausprägung ist unterschiedlich bei diesen Kindern. Aber das ist schon ein schweres Krankheitsbild. Es kommt vor bei 12% der Säuglinge mit Down-Syndrom. Es kommt auch häufiger vor bei Patienten mit Mukoviszidose. Es ist auch mit Kurzfingerigkeit assoziiert. Und da sind schon Gene, die bekannt sind, die hiermit einhergehen. Jetzt die genetische Varianz auf Morbus Hirschsprung ist ziemlich hoch. Erstaunlich hoch, obwohl dies wird nicht vererbt nach den Mendelschen Gesetze. Das würde dann deuten, dass vielleicht 5, 6 Gene hier eine Rolle spielen, anstatt nur 1, weil die Vererbbarkeit doch ziemlich stark ist. Es sind auch schon ein paar Gene gefunden worden, die hier Risikogene sind. Das RET-Proto-Onkogen ist hier involviert und das SEMA3A-Gen enkodiert für eines der Semaphorin-Familie von Proteine, die mit neuronaler Entwicklung auch irgendwas zu tun haben. Und was hier gemacht worden ist in dieser großen Kohorte von Leuten, Kinder überwiegend mit Morbus Hirschsprung, Gesamtexom-Sequenzierung ist hier durchgeführt, um zu sehen, was dabei rausfällt. Ja, es sind schon manche Sachen dabei rausgefallen. Und Transkriptions-Enhancer und kodierende Elemente und Copy-Zahlen, Wiederholungen und solche Sachen sind gefunden worden. Und eine Reihe von Gene sind hier gefunden worden, die hier eine zusätzliche Rolle spielen.
Und die sind hier gelistet. Was die alles sind, weiß ich auch nicht, aber Sie können nachschlagen, was Sie hiermit zu tun haben. Und diese Gene sind schon auch an Mäusen untersucht worden und haben alles irgendwas mit neuronaler Entwicklung zu tun. Und Zebrafisch-Experimente sind hier auch durchgeführt worden. Und dieses ist gefunden worden durch Exome-Sequenzierung, wo man dann auch den Einfluss von Deletionen und Insertionen und Zahlennummer von Varianten hier, Zahlennummern, Allelfrequenz und Ähnliches wurden hier berücksichtigt. Also unterm Strich, was dabei rauskommt, ist, es gibt eine Reihe von Zusatzgene, die hier Varianten aufweisen, die zu der Entwicklung von Morbus Hirschsprung beitragen, zusätzlich zu dem RED-Proto-Onkogen und was sonst schon bekannt war. Nächste Artikel ist wieder mal ein genetisches Thema und hier geht es um Expansionswiederholung. Und die berühmteste ist die, die verantwortlich ist für Morbus Huntington. Und das ist ein CRG, eine CRG-Trinucleotid-Wiederholung. Und umso mehr Wiederholungen man hat, umso größer ist das Risiko, dass man Morbus Huntington bekommt. Und eine ganze Palette an neurologischen Erkrankungen, Friedreich's Ataxie, Fragiles X-Syndrom, monoklonale Epilepsie und unterschiedliche Sachen gehen einher oder werden verursacht durch Triplet-Wiederholungen. Das war bekannt. Und dieses Krankheitsbild, was wir uns jetzt uns angucken, ist auch ein neurologisches Krankheitsbild, so sollen wir vielleicht nicht verwundert sein. Und das hat auch mit einer Triplet-Wiederholung zu tun, die an diesen kleinen Stammbäumen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, hier gefunden worden ist. Und diese Expansion hat einen Einfluss auf die Funktion von einer Glutaminase. Und diese Glutaminasen sind in Mitochondrien vorhanden und die spielen eine Rolle, um Glutamin abzubauen auf Glutamat und auch Glutamat abzubauen auf Alpha-Ketoglutarat. Im Prinzip hier werden Ammoniumgruppen hier entfernt durch diese enzymatische Aktivität. Also hier ist Glutamin und hier ist Glutamat. So funktioniert dann dieses Enzym. Jetzt in diesen drei kleinen Bäume haben die Forscher hier versucht herauszufinden, was los ist. Und so haben sie Total Exome Sequencing gemacht. Und diese Sequenzierung macht ja nur 3% des ganzen Genoms aus, aber ist natürlich viel billiger, als würde man das Ganze sequenzieren. Na, da haben sie nicht gefunden. So waren sie sauer, so haben sie das Ganze sequenziert, was man jetzt für einen Tausender machen kann. Und da haben sie diese GCA-Wiederholung hier gefunden, die bei den Betroffenen expandiert war im Vergleich zu den Eltern. Das haben sie dann verifiziert mit Sanger-Sequenzierung. Und als Beispiel, Supplement, der Zusatz im Internet war interessanter als das Paper. Nämlich hier sehen wir ein MRT von der Fehlentwicklung von diesen Kindern und dann werden wenigstens die Glutaminspiegel gegeben und die waren morderhöht im Vergleich zu Nichtbetroffenen, was man erwarten würde. Dann wurden ganz raffinierte Sachen gemacht hier mit stabilen Isotopen, wo man das Kohleatom markieren kann und auch das Stickstoffatom markieren kann, um das zu verfolgen im Stoffwechselkreislauf. Und dann kann man natürlich, wenn die Glutamase nicht funktioniert und man nicht Glutamin auf Glutamat umwandeln kann, kann man das mit so einer eleganten Methode natürlich biochemisch nachweisen. Und dann andere Abläufe in Glukosestoffwechsel oder Oleinsäure oder wunderbare Sachen haben die gemacht. Das war alles im Supplement versteckt. Aber diese drei Kinder, deren Glutamase funktioniert ganz schlecht und in den Fibroblasten macht das gar nichts im Vergleich zu Kontrollen. Und dieses GLS-Gen
hier ist ein Patient, wird halt fehlreguliert. Und die Aktivität wird dann mit Isotopen dann wieder nachgewiesen, haben sie alles nett gemacht. Und was sie festgestellt haben, ist, bei den Patienten mit diesen zusätzlichen Wiederholungen wird das Gen halt fehlreguliert. Und das hat mit Methylierung zu tun an sogenannten CpG-Inseln. Über die wollen sie vielleicht auch nicht wissen, aber diese Dinger werden fehlreguliert durch Proteine, durch Enzyme, die für Histone, Acetylasen und Metallasen, die dafür verantwortlich sind. Das funktioniert, das Gen ist im Prinzip ausgeschaltet. Und das ist der Gag an dieser Geschichte. Dann hat man das Gen noch an diesen armen Fischen ausgenockt und dann sind die ziemlich popelig. Und so kann man das Krankheitsbild dann auch in Zebrafischen dann auch untersuchen. Also, jetzt haben sie erfahren über eine neue GCA-Expansion, die zu einem Krankheitsbild führt, das wir eher sonst nicht kannten. Und das dazu. Dann Review im New England Journal geht es um Schlafapnoe. Ich dachte, das wussten wir alle schon, aber es geht um eine 58-jährige Frau, die schnarcht die ganze Nacht durch, abgesehen von der Tatsache, dass sie aufstehen muss zu pinkeln. Die hat einen Body Mass Index von 35 und Typ 2 Diabetes mellitus. Ich hätte gedacht, die braucht einen Magen-Bypass. Aber das ist wohl politisch inkorrekt und diese Möglichkeit ist gar nicht in Erwägung gezogen. Also wir lernen über obstruktive Schlafapnoe. Und dass die Leute schnarchen und dass sie beinahe immer, aber nicht immer, beinahe immer adipös sind und dass sie einen Halsumfang haben größer als 40 Zentimeter, so dass der ganze Zungenapparat, wenn sie nachts auf dem Rücken liegen, zurückfällt. Die haben im Prinzip Chain-Stokes-Atmungsmuster, aber sind nicht herzinsuffizient oder nicht unbedingt. Man sollte wenigstens gucken. Und wenn sie zu viel Alkohol trinken oder Benzodiazepine oder Opiate zu sich nehmen, dann ist das auch nicht gut und beim Autofahren ist dies auch nicht zu empfehlen. Und so funktioniert das anatomisch. Das habe ich noch zusätzlich da reingetan und dann hier, wie sie nachts, diese klinischen Eigenschaften habe ich Ihnen schon erzählt. Dann können wir einen Algorithmus hier, könnte man mit Maschinenlernen oder künstliche Intelligenz, brauchen wir gar nicht das selber zu lesen, das kann ja eine App machen, um zu entscheiden, was wir mit diesen Patienten dann letztendlich machen sollten. Dann der Experte hier diskutiert, will die mit CPAP behandeln, ist auch eine gute Idee, spricht nichts dagegen. Aber diese CPAP-Maschine macht beinahe mehr Krach als das Schnarchen. So ist der Partner auch nicht begeistert von dieser Geschichte. Und die Anzahl an Patienten, die nach einem Jahr immer noch CPAPen, ist so doll auch nicht. Das wird hier nicht diskutiert, aber ich würde doch vielleicht denken, vielleicht sollte man doch Roux-en-Y-gastrischen Bypass-Operationen in Erwägung ziehen. Nämlich darüber gibt es auch Daten, nicht hier erwähnt, aber ich zeige es Ihnen trotzdem, dass das wenigstens nach 2 Jahren, da kann man den Diabetes ja auch vielleicht damit behandeln. Zweite Review geht es um Leberkrebs, was immer häufiger wird. Und wie wir hier sehen, die Inzidenz, die Prävalenz, die Mortalität und wie die auf unterschiedlichen Erdteilen verteilt wird. Und die Risikofaktoren sind bekannt. Und die genetischen Abläufe, dass dies häufig Mutationen in B-Katinen involviert, können wir uns ja auch vorstellen. Und dass P53 hier eine Rolle spielt, klar. Hepatitis B-Virus ist weltweit immer noch die Hauptursache, die damit einhergeht. Aber dagegen haben wir einen sehr effektiven Impfstoff. Auf zweiter Stelle ist Hepatitis C-Virus. Und dagegen haben wir jetzt, ist teuer, aber wir haben sehr effektive antivirale Behandlungen gegen Hepatitis C-Virus. Und die nicht alkoholische Fettleber können wir ja behandeln. Mit unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten. Und alkoholische Zirrhose ist auch ein Risikofaktor. Das wird hier auch diskutiert. Und wie man mit diesen Patienten umgeht. Vorher war das einfach hoffnungslos. Aber jetzt kann man diese Läsionen finden mit Bildgebung. Man kann sie biopsieren. Man kann sich entscheiden, was man mit, wächst das oder wächst es nicht. Und wie geht man mit den Leuten um?
Man kann denen jetzt viel anbieten mit lokaler Bestrahlung oder das rauszuoperieren oder unterschiedliche Hämmer, die jetzt angewendet werden, Tyrosinkinasenhämmer und dann letztendlich Lebertransplantation. Und man kann sich ein ganzes Schema an Behandlungen hier vorstellen. So, und auch eine selektive interne Bestrahlungstherapie, das gibt es auch. So hat man dieses jetzt nicht mehr ein hoffnungsloses Krankheitsbild. Anstattdessen hat man eine ganze Menge Sachen, die man den Patienten anbieten kann. Dieses Bild ist von einem Asthmatiker. Der hat eine Asthma-Attacke und kommt in der Notaufnahme, sieht so aus. Braucht man gar kein Röntgenbild zu machen. Wenn man den einfach anfasst, kann man die Kapitation unter den Fingerspitzen fühlen, dann weiß man, dass dies ist ein subkutanes Emphysem, wahrscheinlich weil irgendein Bläschen Bläb hier rupturiert ist. Eindrucksvolles Röntgenbild, wo innerhalb der Weichteilgewebe ist lauter Luft. Was man hierüber wissen muss, ist, Finger weg davon. Der liebe Gott wird dies regeln und lass diese armen Menschen in Ruhe, kümmere dich um deren Atmungsfähigkeit. Dies wird dann absorbiert und geht von alleine weg. Letzte Woche hatten wir diesen Patienten hier mit einer Regenbogenhautseparation. Der wurde repariert und ist dann auch dadurch besser geworden. Denn der Fall der Woche, es geht um diesen 49-jährigen Mann, der ist HIV-positiv. Und solche Leute sind natürlich, haben ein Risiko, Nierenversagen zu entwickeln. Und die kriegen kollabierende, fokalsklerosierende Glomerulosklerose. Und wir erfahren hier auch, was für ein HIV-Virus der hat. Und diese Geschichte spielt sich über Jahre ab, eigentlich. Chronische Geschichte. Aber der kriegt hier, wie wir in der Urinanalyse feststellen können, kriegt er ein nephrotisches Syndrom, hat auch Glucose im Urin, wahrscheinlich von seiner Behandlung, weil die alle dann im Prinzip metabolisches Syndrom und Typ-2-Diabetes entwickeln oder viele von ihnen. Dann hat er auch Hepatitis C-Virus und das wird mit pegylierten Interferonen und Ribavirin behandelt, aber dann später mit einer mehr spezifischen Therapie. Und das Ganze, wie Sie hier entnehmen können, spielt sich über 8 Jahre ab. Dann kriegt er entweder endgültig eine Nierenbiopsie. Und er hat FSGS, aber er hat nicht eine kollabierende FSGS-Form. Und er hat keine Immunablagerung. So hat das Hepatitis C-Virus wenigstens hat das nicht geführt, dass er jetzt Kryoglobulinämie bekommen hat. Und ist ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt hatte, aber er kriegt ein chronisches Nierenversagen. Dann, er hat mutige Doktoren. Alles hier, was in Blau ist, sollte dieser arme Mensch schlucken. Das sind seine Medikationen. Und wenn Sie auf 25 kommen, so viel Geduld hatte ich nicht, um diese Sachen alle zu zählen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, da war kein Platz mehr für Ernährungsbestandteile. Na, kein Wunder. Was man dann auch lernt, ist, Leute, die diese Palette an Sachen schlucken, der will jetzt eine Nierentransplantation haben, interagiert das mit Calcineurin oder mTOR-Inhibitoren? Könnte ich mir vorstellen. Das wird hier auch diskutiert. Und dann ein HIV-positiver Mensch, der in Südafrika lebt. Übrigens, ich finde seine Behandlung vorzüglich. Also in der dritten Welt werden die Leute auch behandelt mit diesen Sachen. Was wir Ihnen wünschen würde, wäre ein Organ von einem HIV-positiven Spender. Aber die gibt es ja ziemlich häufig in Südafrika, weil die so anscheinend Waffengesetze haben, die ähnlich sind wie in den Vereinigten Staaten. So würde er hoffentlich einen Spender finden durch dieses HIV Organ Policy Equity Act. Das wird Hope oder Hoffnung genannt. Und wir hoffen, dass er bald die Dialyse verlassen kann. Kurzer Bericht über dieses Protein, was Sie wahrscheinlich gar nicht interessiert, aber mich hat es interessiert, weil es mit Sklerostin zu tun hat.
Und Sklerostin ist ein, gehört zu den Bone Morphogenic Proteins oder mit Knochenwachstum zu tun hat. Und Sklerostin wird die nächste zielgerichtete Therapie der Osteoporose bedeuten. Und darum wollte ich Ihnen dies zeigen. Und Sklerostin wird geregelt durch ein Transmembranprotein, Fibronektin-Protein, das wird kodiert von dem FNDC5-Gen. Und das hat man an Mäusen ausgenockt. Und diese Abläufe zeige ich Ihnen. Dieses Protein wird dann freigesetzt und bildet Irisin. Und Irisin blockt dieses Integrin, was sonst Kontakt hat mit Fibronektin. Also wenn wir das ausnocken, dann wird Sklerostin-Ausschüttung gebremst. Das heißt, das Knochenabbau passiert nicht mehr. Und tatsächlich wird der Knochen auch anabola, so dass Knochenwachstum dadurch angeschaltet wird. Macht man halt ein bisschen weniger braune Adipozyten, vielleicht nicht so schön, aber ich wollte Ihnen diesen Ablauf zeigen, nämlich das Sklerostin werden wir in der Zukunft mehrfach begegnen. Dann hat mich natürlich dieses Thema interessiert. Das ist ein 70-jähriger Jogger, der hat tatsächlich den Marathon in unter 3 Stunden geschafft, was kein 70-Jähriger geschafft hat seit 2004. Und die Autoren kenne ich zufälligerweise. Die haben den ins Sportlabor reingeholt und haben den auf eine Laufband gestellt, um zu sehen, was der leisten konnte. Na, erstens ist er ziemlich klein. Er wiegt nur 65 Kilo oder 64 Kilo. Hat natürlich nicht sehr viel Körperfett. Blutdruck ist normal. Sieht ziemlich fit aus. Der läuft so zwischen 80, 90 Kilometer pro Woche. Also der läuft jeden Tag mindestens 10 Kilometer. Und sein V2 Max, das heißt die maximalen Sauerstoffmenge, die er aufnehmen kann, ohne anaerob zu werden, steigt hier innerhalb Sekunden auf ein Niveau und ist dann flach. Und dann guckt man, die Ökonomie seines Laufvermögens, also dieses echte Wirtschaft hier. Und dieser Typ läuft zwischen 12 und 15 Kilometer pro Stunde. Um einen Marathon unter 3 Stunden zu laufen, muss man 14,5 laufen. Das ist verdammt schnell. Ich schaffe vielleicht 9 bis 10, aber nicht für 3 Stunden. Und der läuft diese ganze Strecke und hält diesen VO2 Max für diese ganze Strecke. Wie macht er das? Und das muss er machen mit einem Laktatspiegel, das ist wenigstens unter 10. Freuen wir uns. Und das wird hier diskutiert, wie der das schafft, diesen maximalen Sauerstoffaufnahme aufrechtzuerhalten für 2 Stunden 54 Minuten. Und dann guckt man sich, das ist er nicht, aber man denkt, vielleicht sollte der Alte mit dem Jungen hier austauschen. Und da sollen wir mal sehen, vielleicht ist der gar nicht so schlecht. Dann das erste Thema in Lancet geht es um die selektive laserunterstützte Trabekuloplastie. Und es geht hier um chronisches offenen Winkelglaukom, das wir sonst mit Augentropfen behandeln. Und die sind echt lästig. Da muss man 5-mal am Tag tropfen mit Pilocarpin. Dann wird die Pupille ganz eng, da kann man eh nichts sehen. Oder man muss einen Beta-Blocker-Tropfen nehmen. Dann hat man Nebenwirkungen davon, weil das auch absorbiert wird. Und es gibt jetzt eine laserunterstützte Behandlung, wo man dieses Trabekel-Netzwerk hier verbraten kann. Das führt zu einer erhöhten Durchlässigkeit und dann wird die Augendruckmenge herabgesetzt. Und hier sind Leute mit offenen Winkelglaukomen randomisiert worden zu entweder der Laserbehandlung oder sie mussten tropfen. Und hier ist der Ablauf und sind natürlich ältere Menschen, die dies haben, so Hochdruck und Diabetes und Angina pectoris und was wir sonst noch so haben, ist ziemlich häufig, aber beide Gruppen sind ähnlich. Und die Lasergruppe, die werden einmal behandelt und gehen nach Hause. Und die Tropfgruppe tropfen da jeden Tag über 36 Monate. Und die laserbehandelte Gruppe ist wenigstens nicht schlechter als die Tropfengruppe. Aber die Lasergruppe freuen sich, weil sie sonst von dieser ganzen Belastung freigestellt werden. Und die Autor und die Nebenwirkung von der Laserbehandlung hält sich in Grenzen im Vergleich zu den Tropfen, sodass wir
entnehmen können, dass diese selektive Laser Trabekelplastie ist sicher und effektiv und hat lauter Vorteile über die Tropftherapie und sollte man wahrscheinlich, und ist auch billiger letztendlich. Die Behandlung kostet vorneweg mehr, aber dann muss man nicht für jahrelang Rest des Lebens da Pilocarpin-Tropfen machen. Nächste Thema, Ivermectin. Ivermectin hat einen Nobelpreis gebracht und dies ist, was wir anwenden, um die Krätze, um alle Nicht-Wirbelsäule-Tiere umzulegen, weil die haben einen Chloridkanal, den wir nicht haben. Und diesen Chloridkanal kann man mit Ivermectin hemmen, sodass die Biester dann zum Tode verurteilt werden. Das hat einen Nobelpreis gekriegt. Und dann gibt es auch Abendazol. Das ist auch ziemlich gut, in den letzten 20 Jahren entwickelt. Das inhibiert die Mikrotubuli an nicht Wirbelsäulentiere und das benutzen wir auch, um die Würmer und die Ungeziefer zu bekämpfen. Jetzt, wie man auf diese Idee gekommen ist, weiß ich nicht. Repurposing, das heißt, einen neuen Zweck zu finden für Ivermectin bei der Malaria-Behandlung. Jetzt, Ivermectin ist nicht effektiv gegen Malaria. Gegen die Moskitos schon, nämlich sie sind ja nicht Wirbelsäulentiere, es sind Insekten. Und diese Patienten in Afrika wurden behandelt sowieso gegen Malaria mit Massenverabreichung von Antimalariamittel an bestimmten Abständen, wo Malaria-Risiko nach dem Regen und so weiter ziemlich hoch ist. Und dann sind die Hälfte haben Ivermectin und auch Abendazol gekriegt und die andere Hälfte haben Placebo gekriegt. Wahrscheinlich mit dem Gedanken, dass wenn man die Würmer auch ausrottet, dann haben die Leute mehr Resistenz gegen Malaria oder vielleicht ist da genug Ivermectin in der Haut, sodass die Moskitos das nicht mögen. Weiß ich nicht genau, aber so ist das abgelaufen, so hat man hier die Dörfer hier verteilt. Und wenn wir uns das angucken, Intervention hat Ivermectin und Abendazol gekriegt, zusätzlich zur Massentherapie gegen Malaria und Sachen steigen hier rauf und runter, was Malaria-Inzidenz anbelangt. Aber die Roten fahren ein bisschen besser als die Schwarzen. Ich hoffe, die entwickeln, dass die Biester dann nicht Resistenz gegen Ivermectin entwickeln, wenn man das so massenhaft verordnet. Ich finde den Unterschied hier nicht gerade umwerfend, aber immerhin die behandelte Gruppe ist ein bisschen besser gefahren und Ivermectin hat man ganz gut vertragen. Wenn die Wurmlast weniger ist, dann fühlt man sich wahrscheinlich sowieso besser. Dann gibt es die Anweisung, dass Frauen, die eine Stillgeburt erleiden, dass die bitteschön 6 Monate lang nicht mehr schwanger werden sollen und erst danach schwanger werden sollen. Das haben irgendwelche Experten, die Leitlinien komponieren, so festgelegt. Ist das notwendig oder nicht? Und das kann man in Skandinavien testen, weil die haben ein homogenes Gesundheitssystem und kann man hier Kohorten aufbauen, um das zu gucken. Man weiß genau, wer alles eine Stillgeburt erlitten hat und man weiß genau, wann die nächste Schwangerschaft stattgefunden hat, etc. Baby ist geboren tot. Totgeburt. Nennt man das nicht Stillgeburt auf Deutsch? Weiß gar nicht. Okay, Totgeburt. Also was wir hier sehen, ist nach Totgeburt. Es ist egal, wann die Damen wieder schwanger werden. Nämlich die Aussichten auf eine erfolgreiche Schwangerschaft sind unabhängig von der Wartezeit. Und das wurde hier ausgewertet in unterschiedlichen Methoden hier in Australien. Die sind auch ziemlich gut in Kohortenstudien und in Norwegen und Finnland. So kann man dann die Leitlinien vielleicht umkomponieren, dass eine Wartezeit ist nicht unbedingt indiziert. Das dazu. Dann die Reviews im Lancet haben zu tun mit Schmerzen. Und Sie wissen, dieses Thema ist bei mir ein Dauerbrenner. So als ich das letzte Mal in den USA war, habe ich meine Freunde gefragt, wie ist es denn so geworden mit diesem Schmerzirrsinn, die hier durchgeführt wird? Und die haben mir erklärt, dass in den 90er Jahren haben Lobbyisten, die gibt's in Deutschland übrigens auch, sind herangetreten und haben von dem Gesetzgeber verlangt, dass man eher Schmerztherapien berücksichtigt.
und man hat eine Joint Commission gebildet. Das ist eine Kommission und die hat damit zu tun, ob Krankenhäuser bezahlt werden oder nicht. Und man hat festgelegt, dass wenn Schmerzen nicht berücksichtigt werden, dann würde man nicht nur die Ärzteschaft, sondern auch Krankenhäuser bestrafen. So ist das geworden. Und diese Kommission hat dieses durchgedrückt und die Lobbyisten waren natürlich Pharmaindustrie, insbesondere geleitet von den Sackler-Brüdern, die Oxycodon vermarktet haben. Die Geschichte habe ich auch schon erzählt. Und was wir hier sehen, ist diese Kommission: to encourage therapeutic opioid use, make pain visible. Das heißt, so eine Skala ist notwendig, um Schmerzempfinden feststellen zu können, ein Dolorimeter. Sind Schmerzen sichtbar. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Opioidrezepte in diesem Zeitverlauf in Amerika sich vierfach vergrößert haben. Und es gibt jetzt 3 Reviews über Schmerztherapie. Und ich werde die kurz mal durchgehen. Das erste ist, man hat festgestellt, wie viel es wehtut nach diesen unterschiedlichen Operationen. Jetzt eine Mastektomie habe ich noch nicht gehabt, aber an meinen Extremitäten und Bauchraum und anderen Arealen bin ich schon operiert worden und ich bin erstaunt zu erfahren, wie weh das getan hat. Und das wird hier alles gelistet, wie diese Operationen, wie weh die tun. Und Schmerzabläufe haben wir auch im Medizinstudium. AMPA haben wir noch nicht begegnet, aber wir wissen, wie Schmerzen vermittelt werden. Und dann sind Risikofaktoren für chronischen Nach-OP-Schmerzen. Und das ist in Altersgruppen, ob man raucht oder nicht raucht, unterschiedlich. Dann sind auch genetische Prädispositionen, die damit zu tun haben. Und Depressionen und Angst und Angstzustände etc. Und die Idee, dass man vielleicht auf die Patrone beißen muss ab und zu, ist von Rudyard Kipling in einer Novelle eingeführt worden. Diesen Ausdruck gibt es im englischen Sprachraum, bite on the bullet. Aber das darf man nicht mehr machen. Man muss jetzt den Dolorimeter anwenden. Die Richtlinien, wie man postoperative Schmerzen behandeln sollte. Und wie wir hier sehen in den USA, Karpaltunnelsyndrom, muss man das mit Opioiden behandeln? Das wird genauso häufig mit Opioiden behandelt wie Cholecystektomie oder Hernia-Reparatur oder Kniearthroskopie und so weiter. Tendenz steigend, wie Sie hier sehen können. Und dann gibt's hier wieder Ausdrücke, die man, könnt ihr alles selber angucken, die Risikofaktoren dafür. Aber die machen auch Empfehlungen, wie viele Tabletten man für bestimmte Operationen dann verordnen sollte. Für eine Radikalmastektomie kriegst du 30 Tabletten, Tablets, Hydromorphon oder Oxycodon. Und für eine Cholecystektomie kriegst du nur 10. Und es ist ziemlich erstaunlich, finde ich. Und wie wäre es denn mit gar keine? Aber darf man nicht mehr machen. Und dann Toleranz und Hyperalgesie. Dies ist ziemlich wichtig, nämlich was wir schon gelernt haben, ist, wenn man Opioide anwendet, entwickeln die Leute schnell Toleranz, so dass man die Dosis verdoppeln muss, um die gleiche Wirkung zu bekommen. Aber was auch passiert, wenn man diese Therapien hier anwendet, ist, die Leute entwickeln Allodynia. Das heißt, Schmerzempfinden bewegt sich nach links, wo Toleranz sich nach rechts entwickelt. Das ist natürlich ein Problem. Und es gibt auch Erklärungen dafür, wie G-Protein gekoppelte Rezeptoren funktionieren und wie die geregelt werden. Sogar mTOR ist hier involviert. Und die Molekularbiologie von diesen Zuständen ist ziemlich genau untersucht. Und dann, was machen wir? Und dann kann man sich Opioide rauf und runter oder rotiert, kann man sich das alles in Erwägung nehmen. Und dann
Was gibt's sonst noch? Gabapentin ist entwickelt worden, um Krampfanfälle zu behandeln. Mir ist es, obwohl das häufig für Schmerzempfinden verabreicht wird, ist es mir nicht so klar, dass das ein Schmerzmittel ist. Muss es wohl sein. Ketamin wurde häufig angewendet in Vietnam, ist schnell wirksam, aber hat auch Probleme und es gibt auch andere Strategien, die man hier anwenden kann. Und Nervenblock mit Lokalanästhetika, klar. Und dann kann man sich auch hier ein bisschen Maschinenlernen und künstliche Intelligenz vorstellen, wie man dann zu einer Entscheidung kommt. Letzter Fall. Und der hat mich beschäftigt, weil ich habe so einen Patienten gesehen vor 35 Jahren in den USA. Und es war auch ein Nierentransplantierter. Und hier geht es um einen Nierentransplantierten und schon eine Weile her, 2 Jahre her, und dann kriegt er eine Abstoßung und so hat man seine Immunosuppression erhöht. Stellt sich heraus, der hat seine Kindheit in Angola verbracht, wo er wohl Strongyloides decorales begegnet hat. Und dann auf einmal kriegt er ein akutes Krankheitsbild und kriegt auch pulmonale Symptomatik und sein CT zeigt Infiltrate in beiden Lungenfeldern. So kriegt er eine bronchoalveoläre Lavage und da kriegen die Ärzte einen enormen Schreck, nämlich da begegnen sie Strongyloides decorales. Und Strongyloides decorales ist eigentlich ein Hakenwurm. Und man schluckt die Eier schlüpfen raus im Dünndarm, die bohren dann durch die Schleimhaut, landen in der Blutbahn, entwickeln sich weiter, landen dann in der Lunge, werden hochgehustet und dann hat man den adulten Wurm wieder im Darm. Aber Strongyloides decorales ist viel gefährlicher als die anderen beiden Hakenwürmer. Und wenn man jetzt immunosupprimiert ist, dann kann es zu einem Zustand der Autoinfektion kommen, wo man dann Strongyloides decorales als ein akutes systemisches Hyperinfektionssyndrom dann entwickelt. Und dies ist die Wahl von diesen Patienten. Diese Biester will man nicht begegnen. Und falls man endoskopische Untersuchungen macht, sehen sie vielleicht so aus. Aber Gott sei Dank, Ivermectin, wir blocken diesen Chloridkanal und dann gehen die Biester zugrunde. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Etwas schneller. Etwas schneller als im Englischen. Mittlerweile spreche ich ja besser Englisch.